Ja, hallo, das ist das Römermuseum in Ennetach, Mengen-Ennetach, um genau zu sein. Und die Judith Seifert steht mir gegenüber und hat mich wie meine Mama angezogen. Was habe ich denn alles? Ich stelle mal den Schild kurz ab. Können Sie mal kurz unseren Hörern erklären oder in dem Fall zuschauen, was ich alles anhabe? Also, erstmal tragen Sie ein Kettenhemd, das wohl so zwischen 10 und 15 Kilo wiegen dürfte. Eher 15. Genau. Dann den traditionellen Soldatengürtel, das sogenannte Zingulum. Dann einen Centurio-Helm, den erkennt man daran, dass der Schweif quergestellt ist. Dann den Kapuzenmantel, den die Römer von den Kelten übernommen haben, die sogenannte Paenula. Und das Marschgepäck natürlich, wo alles Notwendige drin war. Also da war Kochgeschirr dran, die Tagesration Getreide, eine Mappe für Unterlagen, ein Leinensack für andere Klamotten und der wog auch so feine, ca. 15 Kilo. Ganz wichtig ist natürlich auch das Schwert, der Gladius, den er jetzt als Centurio links trägt, normalerweise nur rechts getragen. Also Gladius. Genau. Und dann kommt noch das Scutum dazu, den Schild, und mit dieser Ausrüstung, sagen wir zwischen 30 und 40 Kilo, ist dann so ein römischer Soldat am Tag 25 bis 30 Kilometer marschiert. Und wenn man ganz schick war, haben wir auch den Pilum dazu gehabt, den Wurfspeer, genau, den hatten wir hier noch dazu getragen. Genau. Also, so ging es dann los. So ging es dann los. Das waren die 25 Kilometer am Tag. Ja. Verrückt. Die spinnen die Römer. Bitte wisst ihr, nach vorne bewegen? Handstand. Oder so, das kann auch. Und das wollen wir nicht sehen. Also das ist der Begriff. Ja, genau. Ja. Okay, mehr wollen wir nicht sehen.